Wir packen wieder mit euch zusammen aus. Diesmal Blattwelsch. Im Vertrieb von Asmodee. Ja, wir haben hier was nachzuholen. Deswegen packen wir das jetzt mit euch erstmal zusammen aus. Hallo, hier sind die Hausies, Tanja. Thorsten. Familie Enterich. Und ja, wir sind schon ganz gespannt auf diesen Titel. Ja, Wikinger, wisst ihr vielleicht, Wikinger gehen immer bei uns. Was denn? Hast du etwa Angst? Ja, denk an die Kommentare, die alle schon geschrieben haben. Oh mein Gott, sie hat ein Messer. Ja, Schildmeiden haben Messer, aber große normalerweise. Große Schildmeiden haben kleine Messer, oder? Was redest du da? So, jetzt schauen wir doch mal zusammen. Schauen wir uns das mal zusammen hier an. Und ja, erstmal die Folie ab, wie immer. Und jetzt zeigen wir euch den Karton von vorne. Viele von euch kennen es vielleicht schon, manche aber vielleicht noch nicht. Wie wir. Wir sind ja auch ganz neu in diesem schönen Universum. Beziehungsweise, ja, wir haben erst mit Ankh angefangen. Ich wollte gerade sagen, Ankh ist ja bei uns schon eingezogen. Mhm. Das hat der eine oder andere vielleicht schon zumindest mal gehört. Genau. Und ja, jetzt schauen wir mal zusammen rein, was denn hier Schönes drin zu finden ist. Also Perspektivenwechsel. Dann schauen wir doch jetzt mal gemeinsam in die Box rein. Und gucken, was da drin ist. Ähnlich verpackt ist wie Ankh. Schauen wir mal. Ja, sieht auf jeden Fall schon sehr schick aus, von der Seite auch. Die Anleitung schnapp ich mir mal. Mhm. Sie ist auf jeden Fall ähnlich dick, glaube ich. Okay. Ja, 23 Seiten. Hier habe ich einen wiederverschließbaren Beutel. Das aber ist ja auch gut. Schön bebildert und auch schön illustriert vor allem. Mhm. So, was haben wir denn hier? Ja, da ist schon einiges drin. Und noch mehr. Oh, die drücke ich schon raus langsam. So, ja, geschafft. Okay, einmal die Rückseite, dann die Vorderseite von irgendeinem Spieltableau. Ja, das wird wahrscheinlich die Rundenübersicht sein, ne, so ich das sehe. Ne? Mhm. Ja, hier ist Valhall. Valhalla, eigentlich Valhall. Warum steht da Valhall? Valhalla. Weil das im Original Valhall heißt. Ah, okay. Ja, hier haben wir dann die verschiedenen Clans, ne, würde ich sagen. Genau, die Spielerboards für die verschiedenen Clans. Also sehr schön auch von den Bildern her. Ja, sehr alles schön. Die gleichen Illustrationen, ne? Nicht hinten, unterschiedlich. Ja. Naja. Aber vorne haben wir verschiedene. Hm. Das. Sieht aus, so auch tatsächlich so ein bisschen wie bei Ankh. Das kann man durchaus vergleichen, so ein bisschen. Ne? Götterboards und hier die Clanboards. Ne? Mhm. Ah, bin ich mal gespannt. Dann werde ich ja hoffentlich auch schnell reinfinden in das Spiel. Ja, hier haben wir hier verschiedene Token zum Ausdrücken. Oh, gute Qualität. Ja, das Trinkhorn da oben in der Ecke scheint Startspieler-Token zu sein. Ja, kann sein. Ja, einmal eine Runde Mete für alle. Ja, hier schaut mal zusammen. Mit uns, was da so ist. Auf der Rückseite sind sogar Namen drauf. Genau, ne? Das ist dann, ich denke oder mal. Orte, Ortsnamen. Ja. Ja. Ja, Muspelheim, das sind Ortsnamen. Das sind Ortsnamen. Jetzt haben wir hier ein Spielbord. Ein Spielbrett. Ein Spiel, genau, das Spielbrett in groß. Na, geht's? Geht, ja. Und was sieht man? Landschaft. Eine Insel, ja. Beziehungsweise, das sind ja die Götterwelten scheinbar, weil wir sehen in der Mitte Yggdrasil, den Lebensbaum. Mhm. Oh, sehr schön. Muspelheim kenne ich als Namen auch. Die anderen Namen sind mir selber erstmal unbekannt. Aber das scheint 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Mhm. 9 Länder zu sein, 9 Königreich um den Baumhof. Es sieht doch ein bisschen anders verpackt aus. Ja, jetzt kommen hier so kleine Kärtchen. Willst du die hochmachen? Vielleicht mal. Ja, genau. Einmal von oben. Die Seite ist auch schön mit den verschiedenen Wikingern, die illustriert sind. Da sieht man auch die ganzen Clans. Die Häuptlinge der Clans, denke ich mal. Mhm. Ja, soll ich die Karten aufmachen und du holst das andere raus? Oder hier ist noch irgendwas drin? Ja, da haben wir kleine Zähler. Das kennen wir auch tatsächlich von Ankh. Das sind diese kleine Totenkopfmünzen in den Spielerfarben. Mhm. Ach so, das Messer hast du ja, ne? Ich bräuchte das mal. Ich bräuchte das Messer. So. Hier habt ihr die
Oh, die lassen sich auch aufeinander stapeln, ohne dass die runterfallen. So, die haben so kleine Nuppen drauf. Mhm. Was auch immer das bedeutet. Schön. Mhm. Ja, hier haben wir kleine Kärtchen, Vorder- und Rückseite bebildert. Loris List, ja. Du gehörst zu den Verlierern, stiehlst zu einer Wut vom Sieger. Lokis List. Ach so, Lokis, ja. Habe ich doch eine Brille auf. Habe ich doch gesagt, Lokis List. Loris List hast du gesagt. Habe ich Loris gesagt? Ja. Thors Hammer. Heimdalls Sicht. Ja, interessant. Mhm. Das sind auf jeden Fall scheinbar Karten, die wir nämlich draften können. Mhm. Ja, sehen schon interessant aus. Kleine, feine Karten. Dann schauen wir mal weiter, was es so gibt. Ich habe hier ein kleines Kästchen. Schauen wir mal hier rein. Ui, da sind schon irgendwelche Miniaturen. Ah, schick, schick. Das scheinen dann die Wächter zu sein. Oder bei Ankh heißen sie Wächter. Wie sie jetzt hier heißen, weiß ich gar nicht tatsächlich. Schick, schick, schick. Also hier haben wir einmal die Seeschlange. Ich denke mal, das ist die Karte, die ich gerade gesehen habe. Sehr schön. Monsterspielfiguren haben wir hier. Monsterspielfiguren. Hui. Ja. Der sieht auch cool aus. Die Miniaturen sehen auf jeden Fall wieder super aus. Ja, ne? Sehen sehr schön aus. Also wer Miniaturen mag, der wird hier, glaube ich, wirklich seine helle Freude haben. Hat der einen großen. So ein großes Schwert. Und hier haben wir einen Steinriesen offensichtlich. Zumindest hat der auch einen Riesenfelsen in der Hand, den er scheinbar schmeißt. Und auch hier wieder ordentlich Gewicht, die Miniatur, ne? Mhm. Okay. Nee. Ich sehe das nicht. Ich bin so klein, ich kann hier gar nicht über den Tellerrand gucken. Deswegen, einpacken machen wir gleich in Ruhe. Jetzt holen wir erstmal alles raus und zeigen euch, was da so drin ist, ne? So wie immer. Jetzt holen wir mal die große Box raus. Mal schauen, was da drin ist. Ah, da sieht man hinten schon wieder abgebildet, wie einzusortieren ist später. Das ist gut. Ja, da kommen jetzt die kleinen Figürchen. Okay. Ah, darunter haben wir noch die Besitzscheiben. Mhm. Schön. Und hier haben wir jetzt verschiedene Figuren. In verschiedenen Größen, passend zu den Monstern. Ui, und guck den Einheiten. Mal. Wir haben hier kleine. Oh, da ist. Moment, da ist. Das muss ich wieder reinstecken. Da ist wohl abgegangen. Aber wir haben kleine Wikingerboote. Oh, wie süß. Warum muss denn das so rum? Ui, guckt mal. In allen möglichen. In vier Farben. Jeder kriegt ein kleines Schiffchen. Süß. Ja. Dann haben wir hier noch kleine Monstereinheiten, die dann neutral erstmal sind. Die sehen auch echt gut aus. Mhm. Ja. Und eine ganze Batterie an Kriegern. Ja. Und hier haben wir, das sind dann bestimmt die Clan. Das sind dann die Figuren, die Spieler bekommen. Und da kommen dann diese Besitzscheiben. Ah, ich sehe gerade, jeder Clan hat vier Figuren. Und die sind alle gleich. Mhm. Nee. Jeder Spieler hat zweimal vier. Zweimal vier. Vier, acht, vier, acht, vier, acht, vier, acht. Ach so, gut, okay. Plus hier die Anführer, das sind die Anführer. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus und wir sind schon ganz gespannt auf das Spiel und werden euch natürlich davon berichten, wie es ist. Und wir sagen bis zum nächsten Mal die Hausis, Tanja, Thorsten und Familie Endrich. Tschüss. Es ist wieder Kirschenzeit. Das habe ich hier extra gesagt. Ich kriege demnächst eine Kirsche, als zweiten kriege ich einen Kiffen sogar. Der Tanja-Joker wird eine Kirsche. Wird eine große Kirsche, so eine Kirsche mit Kulleraugen. Yeah.
Es ist wieder Unboxing-Zeit. Nochmal. Es ist wieder Unboxing-Zeit. Und zwar diesmal mit Blood Rage. Es wird heiß. Mit Asmodee. Mit Asmodee, von Asmodee. Hi, ich bin Tanja von Komm. Die Houses. Es wird heiß. Es ist wieder Unboxing-Zeit. Und zwar mit Blood Rage. Wir freuen uns. Ja. Wir freuen uns. Ja. Mein Gott. Ist einfach zu warm. Zu warm.